Grüezi und hallo miteinander. Wir sind die Familie Gattani, Sonja mit unseren Dalmis Cora, Marilyn, Monroe und ich bin der Albert. Heute ist der 20. September und wir verlassen Christianstad. Die Reise führt uns auf die Autoroute E22 in Richtung Kalmar. Nach kurzer Fahrt steuern wir den Hafen von Nogersund an. Von Nogersund kann ich nicht viel erzählen. Es gibt ein Hafenrestaurant, das Kutan, wo man essen oder ein Eis oder ein Bier trinken kann. Zu unserer Jahreszeit war das Lokal nur noch am Wochenende offen. Vom Hafen aus geht die Fähre Vitaskar nach Hanö, eine kleine Insel, 7 Kilometer vom Festland entfernt, im Hintergrund kurz zu sehen. Wir blieben nur eine Nacht, hier ist nichts los, wir wollen weiter. Karlshamn haben wir ausgesucht für unseren nächsten Stopp. Auf dem Stellplatz angekommen, war es uns nicht geheuer im ersten Moment. Da lungerten Leute herum, die schlichen um unser Reisemobil und beobachteten alles, was sich im Hafen bewegt. Nach genauerem Hinschauen stellten wir fest, die warten auf Angehörige oder Freunde, die ihre Fahrzeugprüfung ablegen. Die Fahrzeugprüfung der schwedischen Verkehrsbehörde ist im roten Gebäude hinter unserem Reisemobil. Nach bestandener Prüfung wurde gefeiert, umarmt, rumgetanzt. Unsere Wahrnehmung war falsch, keine Gefahr für unser Auto. Um hier zu bleiben und die Stadt zu besuchen, lösen wir das Ticket für den Stellplatz am Automaten. Das geht nur mit der Visa-Karte. Der Automat wollte eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse. Das Ticket kam papierlos über das Netz. Sehr schön anzusehen ist das städtische Gymnasium unweit vom Stellplatz. Das steht unter Denkmalschutz. Gute Idee, die Deko beim Mensa-Eingang. Ach ja, ein neues Mitglied ist an Bord, gefunden im Zooladen von Karlshamn. Nach 2 Nächten am Hafen verlassen wir diesen heute. Erst war es bewölkt, dann kam der Regen und wurde immer mehr. In Ronneby standen wir vor einer geschlossenen Schranke. Die blieb unten, weil ich das System für den Zugang nicht verstanden habe. Anmeldung über eine Homepage mit anschließender Zustellung eines Zutrittscodes. Macht nix, daneben befand sich ein großer Platz, der geeignet war für eine Nacht. Übrigens, die Sonne kam wieder und auch am nächsten Tag blieb das schöne Wetter. Der Stellplatz Östra Pieren ist bestimmt ein begehrter Ort in der Wohnmobilsaison. Sehr schön gelegen und eine super Infrastruktur für die, die es brauchen. Nach einer Nacht sind wir gemütlich und ohne Eile weitergezogen. Okay, nicht ganz so gemütlich, den muss ich überholen. Wir wollen auf einen Rastplatz fahren, zum Ver- und Entsorgen und Gas tanken. Das Gastanken in Schweden kann etwas anders funktionieren. Wir kannten es bisher nur so, eine Zapfsäule an einer Tanke, da kriegt man diesen Rohstoff. Hier in Schweden kann aber die Tanke auch in einem Container untergebracht sein und irgendwo stehen. Die Öffnungszeiten sind dann aber nicht rund um die Uhr. Das war so beim Rastplatz kurz vor Kalmar. Am gleichen Ort konnten wir Frischwasser tanken, Grauwasser und Fäkalientankinhalt loswerden. Das Wochenende kann kommen, alles wieder auf Null. Das erwartete schöne Wochenende brachte viele Besucher nach Kalmar. Wir fanden einen Parkplatz und konnten die Stadt in aller Ruhe besichtigen. Als erstes sahen wir das wunderbare Schloss. Wir hatten nur Augen für den Königssitz, die Dalmis nur für den Hasen. Kalmar ist eine lebendige Stadt.
Es gibt viel zu sehen, zum Beispiel den alten 65 Meter hohen Wasserturm, den man schon von weitem sehen kann. Man kann durch die Gassen bummeln und Kaffee trinken. Oder am Bootshafen vorbeischlendern. Unsere Zeit hier in der Stadt war ausgefüllt mit interessanten und schönen Sehenswürdigkeiten. Heute am 28. September, nach 4 Tagen, verabschieden wir uns vom Schloss, das wir in allen Farben gesehen haben. Zum Schluss noch mit Regenwolken, die dann auch nicht lange auf sich warten ließen. Es begann zu regnen. Auf der heutigen Route bekamen wir zum ersten Mal ein Gefühl für die unendliche Weite, die es im Norden von Schweden gibt. Wir sind 10 bis 15 Kilometer gefahren, ohne ein Haus, ohne einen Verkehrskreisel, nur wir alleine. Dann mal ein Holzfäller, der auf die Arbeit fährt. Oder der LKW-Fahrer, der etwas zu schnell unterwegs ist. Zum Übernachten musste ein Rastplatz herhalten. Ich liebe dieses Ambiente, gibt es doch immer etwas zu sehen. In meinem Fall ist es die Liebe zu großen LKWs. Und manchmal kommen die Dicken sich ganz nah, viel zu nah. Das hässliche Geräusch, wenn sie sich wieder trennen müssen, geht durch Mark und Bein. Wir sind weitergefahren, denn bei der Klärung des Unfalls konnten wir so oder so nicht helfen. Die Ankunft in Halmstad konnten wir trocken bewerkstelligen. In die Stadt laufen auch noch. Sogar die Sonne wollte noch kommen. Der Nachhauseweg war dann etwas ungemütlicher. Der Regen kam zurück. Ein Foto vom Kran im Hafen bei Nacht wollte ich trotzdem machen. Von Halmstad haben wir nicht viel gesehen. Es war auch nicht das Wetter dazu, um Fotos zu machen. Das Auswassen der Schiffe war da schon ein größeres Highlight. Ich hätte noch lange zuschauen können. Schon Präzisionsarbeit, die da abgeliefert wird. Aber wir ziehen weiter zum 12 Kilometer langen Melbistrand. Der kann teilweise mit dem Auto befahren werden. Es ist Schwedens längster zusammenhängender Sandstrand. Mit unserem schweren Gefährt habe ich das nicht ausprobiert. Wir sind zu Fuß über den Sand gelaufen. Und die Dalmis im Eiltempo, und sie hatten ihren Spaß dabei. Geblieben sind wir aber nicht, denn hier ist ein Campingverbot. Zum Übernachten haben wir den Stellplatz bei der Lögnas Farm in Valberga ausgesucht. Die Farm ist seit Generationen im Familienbesitz. Angeboten werden Konferenzräume, geeignet für Kickoff-Meetings, Hochzeiten, Geburtstage etc. Ein wichtiger Teil des Betriebs sind die Spa-Einrichtungen. Gesundheit durch Wasser. Im dazugehörigen Restaurant haben wir uns mit einem guten Essen verwöhnen lassen. Geblieben sind wir eine Nacht. Bei Regen haben wir die Wellnessfarm verlassen. Trocken sind wir in Segeltorp an der Bjäre-Küste angekommen. Leider hielt das Wetter nicht und plötzlich begann es zu regnen. Nicht nur wir wurden vom Wasser überrascht, nein, auch das Hochzeitspaar, das beim Fotoshooting unter dem Regenschirm flüchten musste. Wir haben genug gesehen von dieser Küste. In Hitarp fanden wir eine neue Bleibe. Ein schöner Küstenabschnitt, um mit den Hunden zu laufen
oder diese spielen zu lassen. Und täglich grüßt der Hase auf dem Morgenspaziergang. Ab dem zweiten Tag wurde das Wetter wieder frühlingshaft schön. Jeden Morgen erleben wir hier eine tolle Wetterkonstellation. Schweden liegt in der Sonne, Dänemark noch im Nebel. Die Schiffe kämpfen sich durch, von Weitem sind ihre Nebelhörner zu hören. Ein schöner Nebeneffekt von diesem Wetter, jeden Abend ein schöner Sonnenuntergang. Wir sagen euch Tschüss aus Hitarp, bis zum nächsten Mal. Und ganz zum Schluss die Karte unserer Route.